Morgen. Hallo. Ja. Morgen. Hallo. Tag. Wir sind ja ein Dreierteam, die beiden Moderatoren, Producerin. Und es ist so, dass wir zunächst mal besprechen, was ist alles schon da? Also was hat die Vorbereitung am Vortag schon bereitgestellt für die Sendung? Das muss alles komplett angehört werden, inklusive Moderationen. Und dann wird halt noch geguckt, was ist Aktuelles dazugekommen? Was hat sich über die Nacht noch getan? Wir beide denken drüber nach, was bietet sich noch an für einen Gag möglicherweise? Gibt noch Absprache mit Wetter, Verkehr, Nachrichten? Also all diese Dinge. Diese Stunde vor der Sendung ist relativ prall gefüllt. Es hilft ja mal, wenn man sich gegenseitig dann hochpusht. Wenn der eine mal nicht so gut drauf ist, dann zieht einen der andere mit hoch. Manchmal sind wir beide gut drauf. Schlecht ist nur, wenn wir beide schlecht drauf sind, was aber Gott sei Dank selten vorkommt. Aus dem Weg, ich habe eine Schuss gemacht. Schönen guten Morgen. Morgen. Das Wetter mit Anne-Kathrin Kienzle. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Heute bekommen wir also den wärmsten Tag dieser super sommerlichen Woche. Höchstwerte liegen zwischen 23 und 30 Grad. Boah, Wahnsinn. So machen es die Großen in dem Geschäft. Peter Gedöns hier aus Bonn. Ja. Hör mal, du Treteimer. Die Gags schreiben wir nachmittags daheim. Also wir pennen ja immer mittags, beide so, ja, ich so 2 Stunden, Sascha ähnlich. Und dann bedienen wir ja unterschiedliche Comedy-Figuren. Er zum Beispiel Frau Viertaler oder Dandy van Dünkel. Ich schreibe die Peter Gedöns-Sachen oder auch meinen schwarzen Gürtel in Geschichte. Und das schreiben wir unabhängig voneinander. Hallo, schönen guten Morgen. Hier ist Edgar Dreiser, ist da und von wo? Wenn man Producer der Morningshow ist, dann ist man dafür zuständig, dass A, in der Show alles läuft und B, alles Aktuelle im Blick zu halten, die Moderatoren bei Laune zu halten. Und einfach zu gucken, was auf welchem Platz in der Sendung passiert. Wir sagen es ja an dieser Stelle auch immer wieder gerne, SWR 3 ist ein öffentlich-rechtliches Tamtam mit einem gewissen Kultur- und Bildungsgedöns. Wo stehen Sie sich die Reifen platt? Wo gibt's die längsten Staus? Wir sagen es Ihnen, hier sind die Infos aus dem Verkehrszentrum mit Simone Schneble. Guten Morgen. Schönen guten Morgen und Vorsicht, ungesicherte Unfallstelle auf der A8 Saarlouis Richtung Luxemburg zwischen Redlingen und Merzig. Das waren nicht alle Staus. Wie es genau auf Ihrer Strecke aussieht, können Sie jederzeit nachhören bei der SWR 3 Stau-Hotline unter 07221-9282. Selbst wenn Michael, was selten vorkommt, mal einen Fehler macht beim Fahren, bin's ich. Weil ich ja DJ Wurstfinger bin. Ja. Ja, und erst. Wenn wir immer Freitag. Na, was machen wir da wohl? Den Igel bürsten, aber ja, der Kollege hat den Igel noch gar nicht. Wer ist denn der Kollege? Du bist. Naja, ich bin wieder schuld. Das ist das Schöne an unserem Rollenspiel, weil er ist immer schuld. Ja. Ja. Immer. Egal was passiert. Auch wenn ich es gar nicht war. Doch, er ist es immer. Letztlich ist er es immer. Wir steigen immer aus mit dem Ritt in die Morgensonne. Und das ist so entstanden, Michael hat die Winnetou-Melodie irgendwo gehört. Wo hast du die denn gehört? Das war irgendwie in so einer ollen Wiederholung, Fernsehen, Winnetou. Und da dachte ich, boah, das ist diese Melodie, die kennt fast jeder. Und das ist irgendwie total cool. Und wir zwei, wir sind natürlich auch so Typen, so, wir könnten ja sowas wie Old Plapperhand und sein weiß-blauer Bruder, ja, der Bayerische, machen. Und zack, das geht dann relativ flott. Ja. Es ist Zeit, Abschied zu nehmen, weißblauer Bruder. Da sagst du was, Old Plapperhand. Was für ein großartiger Morgen. Jetzt ist die Show jetzt gleich zu Ende. Letzte Musik läuft schon. Und dann müssen wir uns der Kritik stellen. Das gehört auch dazu jeden Tag. Es gibt direkt anschließend eine Morningshow-Konferenz, in der besprochen wird, was war gut, was war eher nicht so doll. Und dann geht's erstmal ab ins Bett. Und auf dieser Konferenz wird dann auch schon geguckt, was man am nächsten Tag machen kann. Und jetzt lass uns in die Morgensonne reiten. Mehr auf swr3.de.